Ich habe endlich gute Nachrichten für euch zu verkünden. Und zwar ist es an der Grenze von Polen zu aktiven Handlungen der Grenzschützer gegenüber einreisenden illegalen Migranten gekommen. Dort wurde der Einsatz der Distanzwerkzeuge ist zum Einsatz gekommen, um das mal so vernünftig YouTube-gerecht zu formulieren. Ich zeige euch gleich das Video dazu und ich habe vor ein paar Wochen ja schon mitgeteilt, dass der Einsatz dieser Distanzwerkzeuge für die Grenzschützer jetzt legal in Polen ist. Und was soll ich sagen? Feuer frei. Lass mir jetzt ein kostenloses Abo da, aktiviere die Glocke, gib mir ein Like und schreib einen Kommentar, was du dazu sagst. Bitte teile das Video, damit wir noch mehr Menschen erreichen und endlich klar wird, das, was Polen macht, ist absolut richtig und wichtig und vollkommen legal. Stellt euch mal vor, das würde einer von der AfD fordern. Was glaubt ihr, was dann in Deutschland los wäre? Dann würde von den Medien das nächste Riesendrama konstruiert werden. Ich bin gespannt, was vor den Wahlen im September noch auf uns einprasselt. Aktuell ist es ja extrem ruhig und da wird wahrscheinlich so eine Woche vorher nochmal so richtig was hochgehen und mal wieder ein, sagen wir, Konstrukt in den Medien hochgezogen. Ich lasse euch jetzt im Hintergrund einmal das Video durchlaufen, bisschen in Dauerschleife. Den Ton kann ich euch leider nicht zeigen. Der wird sofort rausgefiltert, weil, wie gesagt, der Einsatz der Distanzwerkzeuge zum deutlichen, hörbaren Einsatz kommt. Aber ja, die Grenzen für illegale Migranten werden noch geschützt, zumindest in Polen. بولندين اضربوا اركض مين اللي احنا بالسياج ها احنا بالسياج منو هذا اللي تعلق اي 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 Stop! Ramiyam, gib Agar, gib Asa! Die Schüsse gehen vermutlich nur in die Luft, aber das war vorher halt auch schon verboten. Und es kann ja nicht sein, dass Leute illegal die Grenzen übertreten können und die Polizisten und Grenzschützer nichts dagegen tun dürfen. Es ist generell traurig, wenn man sich anguckt, wie die Länder und Innenstädte beispielsweise auch in Paris aussehen. Hier gerne mal ein Video im Hintergrund, wie Paris aktuell aussieht. Es ist einfach nur traurig, was in Europa und gerade auch in Deutschland los ist. Aber Hauptsache, Afghanen dürfen Urlaub machen. Und das ist auch überhaupt kein Problem. Ich sag nur, Film ab. Meine Kollegin Lief von Bötticher hat für das RTL-Magazin extra recherchiert und festgestellt, dass geflohene Afghanen wieder in ihre Heimat fliegen, zum Beispiel um die Familie zu besuchen. Wie groß ist die Gefahr dort also wirklich? Brauchen diese Menschen unseren Schutz? Volker Wallmüller fasst die Erkenntnisse der Kollegin zusammen. Am Flughafen Hamburg sprechen wir verdeckt mit Menschen, die über den Iran nach Afghanistan fliegen. Sie berichten von Reisen mit dem blauen deutschen Reisepass für Geflüchtete. Einer meiner Bekannten möchte mit blauem Pass nach Afghanistan. Könnte es Schwierigkeiten geben? Das ist nicht schlimm, überhaupt kein Problem. Sicher? Ja, ja. Er soll an der Grenze zu Afghanistan einfach sagen, dass der Stempel nicht auf den Pass gesetzt werden soll, sondern auf einen Zettel. Keine Stempel in den blauen Pass, denn Asylberechtigte verlieren nicht nur ihre Glaubwürdigkeit, sondern vor allem auch ihre Aufenthaltserlaubnis, wenn sie freiwillig in das Land zurückkehren, aus dem sie geflohen sind. Reisebüros verkaufen jedoch Flugreisen über den Iran nach Afghanistan und sie verteilen die Zettel, tatsächlich Visa-Formulare, für die Einreise nach Afghanistan. Diese Zettel werden auf dem Rückflug einfach weggeworfen und niemand erfährt, dass es einen Afghanistan-Besuch gegeben hat. Ich weiß ja nicht, warum RTL auf einmal so gegen Flüchtlinge sich äußern darf, aber es kommt so vor, als ob die Stimmung komplett kippt. Ich weiß ja nicht, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch richtig Bock auf Ali und Mupumbu, die sich hier benehmen, als wären sie Chef im Block? Ich kann verstehen, wenn da mittlerweile eine
gewisse negative Haltung bei den Bürgern eingetreten ist. Vor allem, wenn man sich halt überlegt, Grüne und Linke finden das halt alles super toll, weil sie damit meistens gar nichts zu tun haben. Würden sie die Probleme, ich sag mal, am eigenen Leibe spüren, dann wird das vermutlich auch ganz anders aussehen. Aber ich möchte euch natürlich nicht nur mit diesen nachdenklichen Gedanken und mit sehr schweren Kost zurücklassen. Nein, ich habe auch noch etwas, was euch vielleicht etwas zum Schmunzeln bringen kann. Die Grünen-Chefin Ricarda Lang hat geheiratet. Na, wer hat da wen über die Schwelle getragen? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Und wir wünschen natürlich von hier alles, alles Gute an die beiden. Ich hoffe, die beiden haben es so richtig schön krachen lassen. Ich freue mich ja schon darauf, wenn diese Dame bald arbeitslos ist. Aber sie beschweren sich ja darüber, dass sie überall so negativ geframed werden. Ja, wenn man halt Kackpolitik macht und die Bürger keine Lust darauf haben. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ein oder andere hat schon mal in die Kommentare geschrieben, dass sie damals grün gewählt haben, weil sie was für den Naturschutz machen wollten. Mein Gott, man macht Fehler im Leben. Könnt ihr heute noch verstehen, wenn Leute grün wählen? Ich persönlich kann nur sagen, ich kann mir grüne Politik einfach nicht leisten. Wir gehen jetzt über zur Bienenfrage. Und dort geht es um drohnenbrütige Völker bzw. buckelbrütige Völker und wie man damit umgehen sollte. Also, als allererstes muss man unterscheiden, was drohnenbrütig und buckelbrütig bedeutet. Im Allgemeinen bedeutet es, dass es etwas mit dem Volk nicht stimmt. Drohnenbrütig heißt, dass keine Königin mehr im Volk ist und deshalb die Arbeiterinnen, manche davon, sogenannte Afterwaiseln, durch die fehlenden Hormone der Königin die Eierstöcke auf einmal anschwillen und sie anfangen können, Eier zu legen. Ihr hört ganz richtig, jede Arbeiterin kann theoretisch Eier legen. Dadurch, dass sie aber nicht begattet wurden, sind es natürlich nur unbefruchtete Eier und damit männliche Bienen, also Drohnen. Deshalb nennt sich das Ganze drohnenbrütiges Volk. Diese Völker haben keinerlei Möglichkeit, eine neue Königin nachzuschaffen. Also es ist quasi eine Sackgasse und damit das Ende des Volkes. Buckelbrütige Völker sind in der Definition etwas anders. Dort ist die Königin noch vorhanden, aber entweder wurde sie beim Begattungsflug nicht begattet, zu wenig begattet oder die Spermathek der Königin ist leer. Heißt also, auch diese Königin kann nur noch unbefruchtete Eier legen. Sie sendet natürlich trotzdem Pheromone aus, heißt, die anderen Arbeiterinnen können keine Eier legen. Aber das Volk ist natürlich trotzdem Ende Gelände, weil keine befruchteten Eier mehr da sind, dass das Bienenvolk sich eine neue Königin daraus ziehen könnte. Wie geht man jetzt mit der ganzen Situation um? Sowohl drohnenbrütig als auch buckelbrütige Völker muss man leider auflösen. Wie löst man sowas auf? Indem man das ganze Bienenvolk so 5 bis 6 Meter von der Kiste komplett abschüttelt, einfach in die Wiese schüttelt, was natürlich immer noch ganz sinnvoll ist, wenn man an den Standort, wo das Volk vorher gestanden hat, beispielsweise einen Ableger stellt oder ein Volk, was definitiv weiselrichtig ist. Dort können nämlich dann alle Bienen hin zurückfliegen. Die Afterwaiseln und natürlich die Königin sind nicht flugfähig und damit hat man den Vorteil, dass diese nicht zurück ins Volk kommen. Und selbst wenn man Afterwaiseln hätte, die es schaffen würden, zurückzukrabbeln oder eine Königin, würden diese von den Wächterbienen des neuen Bienenvolkes an dieser Stelle abgefangen werden und nicht reingelassen. Tja, macht euch darüber mal Gedanken. Wie wäre das schön, wenn das in Deutschland und Europa genauso wäre? Leute, die hier kein Bleiberecht haben, weil sie beispielsweise einen Urlaub in Afghanistan machen. Ja, die einfach nicht wieder einreisen lassen. Aber wo denke ich hin? Absolut lächerlich. Aber es ist ja nicht umsonst so, dass die ganze Welt leider mittlerweile über Deutschland lacht. Schreib mir einen Kommentar, was du darüber denkst. Bitte teile das Video, gib mir einen Daumen nach oben. Und möchtest du mich finanziell unterstützen, kannst du das machen über eine Kanalmitgliedschaft. Das würde mir sehr, sehr weiterhelfen. Und ich entschuldige mich nochmal dafür, dass jetzt doch nicht jeden Tag 2 Videos kommen. Ich versuche das einzurichten, aber wie ich das durchhalten werde oder wie ich das durchhalten kann, das kann ich hier leider noch nicht sagen. Aktuell ist viel zu tun, aber vielleicht kommt es ja dann so, dass ich jeden zweiten oder dritten Tag ein zweites Video nachschiebe. Wichtig ist ja erstmal, dass jeden Tag ein Video kommt. Ich bedanke mich bei euch und wir hören uns im nächsten Video wieder.